Brigitte, ein Mensch wie du und ich, nur von allem noch etwas zu viel. Hallo, mein Name ist Brigitte Augenklapp. Ich bin ausgebildete Peng-Pfui-Beraterin und studierte Zoosoziologistin. Das heißt, ich arbeite in einer Zoohandlung, studiere nebenbei das Verhalten von Mensch und Tier und Logistin. Ich bin auch für die Logistik zuständig. Kommt mal mit, ich zeige euch ein bisschen, wo ich wohne. So, in diesem Haus wohnen mindestens drei meiner Liebhaber. Da ist einer. Das hier ist der Valentin. Ich muss ganz ehrlich sagen, der war jetzt nicht so der Hit. Ja. Das ist ein berühmtes Münchner Wahrzeichen, das ist nämlich die Rote Muschi. Die Muschi und ich, wir sind ganz, ganz enge Freunde. Ja. Also das hier ist mein Trimmlichtpfad, hier halte ich mich fit, damit ich auch diese atemberaubende Figur halten kann für meine Liebhaber. Also ich mache hier so Klimmzüge immer so. Das ist ganz speziell gefährlich für mich, da ich ja nur in Designerschuhen aus dem Haus gehe. Besteht darin, jetzt von hier nach zu schwingen. Moment. Wir werden jetzt eine kleine Überraschung von meinem Ex-Freund Heinrich machen. Und zwar, Heinrich ist Fußballspieler und er spielt gerade hier. Wir haben uns schon seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen. Kommt einfach mal mit. Seht ihr, das ist der Heinrich. Heinrich und ich, wir haben uns vor einem Jahr kennengelernt und haben uns jetzt ein halbes Jahr lang nicht mehr gesehen. Und ja, ich bin etwas nervös, weil er mich auch in meinem neuen Outfit noch nicht so gesehen hat. Mal schauen, wie er reagiert. Heinrich! Heinrich! Heinrich, komm mal her, ich bin's, die Brigitte! Heinrich! Heinrich, komm! Er kennt mich nicht. Heinrich! Heinrich, jetzt komm her! Komm, ich bin's doch, die Brigitte! Heinrich! Ich bin's! Ich will dich doch zurück, Heinrich! Heinrich, ich bin's, die Brigitte! Es tut mir leid, ich wollte dich damals nicht betrügen! Heinrich, komm bitte, du kennst mich doch, ich bin's, die Brigitte! Brigitte Augenklapp! Ich glaube, jetzt kommt er. Heinrich, komm, Heinrich, komm doch mal her! Jetzt komm, schäm dich doch nicht! Ich glaube, der Heinrich mag mich nicht mehr. Vielleicht erkennt er mich auch nicht. Heinrich, das ist nicht sehr nett. Heinrich, komm her. Komm, gib der Brigitte einen Kuss. Komm, du kennst mich doch. Ich glaube, jetzt holen sie mich. Oh. Jedenfalls, sie suchen mich schon. Heinrich, komm doch mal. Bitte komm doch mal her. Du kennst mich doch. Können Sie mal den Heinrich rausholen hier? Heinrich? Den Heinrich, mein Ex-Freund, der will nicht mehr mit mir reden. Verstehst du überhaupt nicht?